Einen wunderschönen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge All the Mods 8. Ja, upsi und hallo. Ja, es ist ein bisschen was passiert. Wir haben einen neuen Spielstand. Weil der alte Server nicht mehr da ist. Dementsprechend wurde ein neuer Server aufgesetzt. Danke nochmal dafür. Und ja, es sind mittlerweile ein paar mehr Leute dazugekommen. Was auch mega nice ist, also das Projekt wächst anscheinend, finde ich super, bin ich begeistert von. Und wir haben eine kleine neue Ecke. Oh lol, man muss dazu fairerweise sagen, das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal hier. Und den da sehe ich auch das erste Mal hier. Boah, das wird aber richtig hübsch. Ist echt lecker hier. Wir sitzen in so einem Krater drin. Ich versuche mal ein bisschen an Höhe zu gewinnen. Wir haben auch schon wieder ein Jetpack. Wir sitzen hier in so einem Krater drin. Bauen uns da quasi aus. Und ich finde diese Location so dermaßen cool. Es ist der Wahnsinn. Besser als die Eisfeld-Tatsache. Und ja, hier sind natürlich alle aktiv, ordentlich am Bauen, geben alle Hardgas, was ich richtig geil finde. Ich schaffe es natürlich nicht, jeden Abend jetzt Minecraft zu spielen, weil ich ja noch andere Projekte habe. Ist natürlich klar. Aber ich finde das so geil. Also ich bin so begeistert. Jetzt da vorne sind die Statue. Ja, wir sind ungefähr auf dem alten Stand, wenn nicht sogar einen kleinen Ticken weiter schon. Wir haben Dr. Wasser. Na, haben wir wieder unsere Wasserräder. Dann haben wir hier unten unsere Stanzen auf jeden Fall wieder. Unsere Stanzen, unsere Pressen. Wir haben bereits jede Menge Rucksäcke, die ich zugemüllt habe. Seetang. Wir haben nämlich Seetang gesponsert gekriegt. Gracias. Weil hier unten im Teich gibt es keinen. So, nun ist das nächste. Wir kümmern uns jetzt mal darum, dass wir hier... Kriege ich denn die Energie von da oben darunter gelegt? Ach du Scheibenkleister. Nobody say it was so easy. Ja, genau. Wir wollen hier unten auf jeden Fall irgendwo eine Kelp Farm hin haben. Ich werde am Anfang mal hier vorne eine hinsetzen, weil die Rundung sieht so schön aus. Ich hoffe, jeder war in der Kiste, weil die Kiste muss weg. Ja. Ich hoffe, da war jemand da dran, weil jetzt muss ich dran glauben. What the fuck? Wenn das jetzt ein Bug ist, ne? Breaking chest will delete your unique on all items, bla bla. I'm not aware, must sneak. So, gut, tschüss. Es hatte jeder die Möglichkeit, ich wollte gerade sagen, wieso konnte ich dir denn zweimal plündern? Ja gut, beschweren wir uns jetzt auch nicht. Ist in Ordnung, ist gut. Also, wir machen Wegpunkte. Wir bauen nämlich erstmal die Maschinerie hier auf. Die Maschinerie. Und ich glaube, ich hatte dafür schon ein bisschen was. Ventilatoren wollte ich letztes Mal noch herstellen. Ach, gucke mal. Also, wir packen unseren ganzen Create-Kram erstmal wieder aus. Warum? Weil wir es können. Ich habe mittlerweile so viele Rucksäcke dabei, dass es langsam sich ein bisschen unübersichtlich wird. Aber wir upgraden sie alle nochmal auf Diamant. Also keine Panik. Das Chaos wird noch besser. So, wir haben portable Lagerschnittstellen. Die brauchen wir nachher, um die Sachen auszulagern aus den aus der Maschine. Entweder machen wir das so oder wir machen es mit Ventilatoren. Jetzt überlege ich nämlich gerade. Ich sagte gerade voller Embrunst, oh, wir brauchen noch Ventilatoren. Was brauchen die denn? Nee, wir machen es Tatsache mit Kisten. Hatte ich eine Wrench schon? Hatte ich schon eine Wrench gebaut? Eine Kreate Wrench? Habe ich schon versucht, was zu drehen? Sieht nicht so aus. Also Schraubenschlüssel. Wo ist der Schraubenschlüssel hin, Freunde?
besorge mir den mystischen Schraubenschlüssel. Da ist er. Ja, machen wir kurz. Komm, wir machen mal schnell den Schraubenschlüssel. Achso, übrigens, Grafik, Audio, Quality, Audio, Musik, Musik da, das da. Bevor das hier wieder zu leise ist und ich hier wieder die One-Man-Show mache, mache ich ja sowieso. Aber ne, denn lieber so. Genau, wir... Das Geräusch eines unterirdischen U-Bahn-Schachtes ist relativ gruselig. Genau, das dahin. Und wir wollten hier was bauen. Dafür brauchten wir ein bisschen Andesite. Und davon brauchen wir. Und davon brauchen wir was. Denn schmeißen wir da mal was hin. Ich muss ja immer auf die Tastatur gucken, was für eine Taste ich aktuell drücke. So, alle drei Stempel gehen natürlich nach unten. Boah, was bin ich froh, wenn wir den Speed-Controller nicht haben. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Gut, dann brauchten wir hier noch ein Stückchen Holz, glaube ich. So einen kleinen Stick. Dann gehen wir da ran und sagen ihm hier, du, tu mir mal einen Gefallen. Nimm mal das Gold, du Idiot, und mach das mal damit. Aber wo brauche ich gar nicht? Hier. Ne? Wir sind ja natürlich wieder voll vorbereitet. Dadurch, dass wir so ultra gut sind. Ernsthaft. Boah, ich sollte mal eine übergroße Schnauze manchmal halten, ey. Meine Güte. Ah, sind wir vorbereitet. Machen wir doch mit einem Rutsch, machen wir das doch. Und jeder Zuschauer denkt sich, Ach Leute, Spaß muss sein. Das gehört damit zu. Gut, wir wollten die Wrench, den Schraubenschlüssel, das Heiligtum. Nämlich den da. Gut, Abflug, das haben wir. So, den Schraubenschlüssel haben wir, Kleber haben wir. Wir haben Drehgerüste. Wir haben Truhen. Und er hat ein Leuchtfeuer gezündet. Merkst du selber. Wo treibt die sich eigentlich schon wieder rum, der Lümmel? Da unten. Und. Ich werde hier richtig zugebaut, werde ich hier. Oh. Wir werden mal gucken, dass wir hier vorne auf jeden Fall einen Weg machen. Wo das Förderband in den Berg reinläuft. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier unten. Man konnte sich doch irgendwie die Chance anzeigen lassen. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Jupp, ich habe Minecraft kaputt gemacht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im Alt- und der Vier-Simulator. Wir machen einen kurzen Cut und sehen uns dann gleich wieder. So, mit einem erfolgreichen Restart des Games, was natürlich wieder 100.000 Stunden dauert, melden wir uns hier live zurück aus der Gaming-Zentrale. Und wir wollen mal gucken, dass wir hier jetzt langsam aber sicher mal was machen. So, wir wollten einen Wegpunkt erstellen. So, ich will mir keine Chance anzeigen lassen und ich wollte mir hier vorne was wegclaimen. Genau, weil ich habe die Befürchtung, ansonsten steht hier morgen auch etwas. Und da ich nicht jeden Tag zum zum Aufnehmen komme, muss ich erstmal gucken, dass ich mir das hier einmal als Weg, einmal kurz so plump, 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 plump. So. Geclaimed. So, und jetzt gucken wir mal. So, den nehmen wir nicht, den nehmen wir auch nicht. Das kann wieder weg, das kann wieder weg, das kann auch wieder weg. Und das kann auch wieder weg. So, dann passt das. So, dann sollten Sie ja ungefähr wissen, wo ich hin will. Oder nicht. Sieht doch gut aus, oder nicht? Sehe ich auch so. Schmeiße ich direkt meinen Rucksack vor Freude weg. Kenn ich ja nix, kenn ich da ja. Ihr wisst es ja, ne? Ich bin da ja grundsolide und grundflexibel.
Da wird auch mal ein bisschen Mauer entfernt, hätte ich beinahe gesagt. Auch mal der Rucksack ein bisschen entsorgt. Es soll ja auch nicht so langweilig werden. Ich hatte doch irgendwo Schwimmflossen. Bin ich dumm. Ey, wir haben so viel Scheiß gelootet, ne? Ich hatte doch irgendwo hatte ich doch Schwimmflossen zwischen. Ich hab gesagt. Tschüss. So, wir können unter Wasser atmen. Jetzt hat sich das ganze Ding hier erledigt. Wir müssten theoretisch noch ein bisschen schneller unterwegs sein, ne? Ja, klar sind wir das hier. Das plus Jetpack. Juhu. Absolut traumhaft. Was ist da unten? Oh nein. Hier gibt es diese Leuchtquallengedönsens. Geil, wir können Unterwasserhöhlen erkunden, Freunde. Oh, das bringt mich ja auf Glaskuppelideen unter Wasser und so, ne? Ja, hier wurde auf jeden Fall auch direkt was hingesetzt von dem Zeug. Weil das hier natürlich nämlich nicht spawnt. Absolutes Highlight. So, und wir fangen jetzt an hier zu gucken, dass wir hier nochmal so ein kleines Apparätchen hinsetzen. Wir müssen ja theoretisch hier mechanische Lager. Das sind die, glaube ich, sich bewegen können, ne? Einen Knopf drückst. Genau. Absolut traumhaft. So, wir wollen das ganze Ding natürlich an der Oberfläche halten. Alles mechanische Lager besonders. Hüp. Platzieren wir gestoppt, platzieren na das Ausgangswinkel, platzieren wir da Anker zerstört wird. Aha. Interessant. Kenne ich selber, wie gesagt, auch noch nicht, ne? Ich betrete hier jetzt euphorisches Neuland. So, dann können wir hier. Oh, ich habe da eine Idee. Ich weiß, was wir machen. Ich brauche Welle. Das ist die perfekte. Naja, lassen wir das. So, das müssen wir so rummachen. Dann machen wir das so. Und dann klatschen wir das Ding hier unten drunter. Hallo? Hallo? Dann klatschen wir das Ding hier unten drunter. Und oh! Und dadurch, dass wir nun die eine oder andere Welle noch über haben. Nicht? Finde ich auch gut. So, jetzt sollten wir Tunnel-Mining machen, ne? Ich könnte ja auch einfach meine Schaufel nehmen. Jetzt habe ich nur eine Frage. Wo ist die? Ich habe absolut keine Ahnung, wo die Schaufel hin ist. Ich weiß, ich habe eine, ich weiß noch nicht mehr wo. Ups. Ich sollte echt aufhören, so viel an der Tastatur hier rumzufingern. Das ist auf Dauer nicht gut. Da ist die Schippe doch. Jo, hier muss man immer aufpassen. Nicht, dass Free Willy hier gleich auftaucht. Das klang nämlich gar nicht so nett. So, pass mal auf. Also, wir machen das mal so. Fliegen hier einmal nach oben. Und machen wir hier irgendwo, hier einen Wegpunkt hin. Dass wir uns ungefähr orientieren können. Rauskommen, weil die Energie wird ja von hier weitergeleitet, ne? Ja, genau. Und dann könnten wir die hier nämlich weiter in die Erde reinführen. Weil wenn wir was in die Erde entführen. Was ein Glück hab ich mir auf jeden Fall gemerkt, auf welcher Ebene der ganze Spaß gespielt hat. Das ist aber typisch ich. Macht nix. Oh ja, wir haben ja, wir züchten ja hier. Ja, genau, die nehmen wir. Hellauf begeistert. Wartungspilze, das sind jetzt keine einfachen Leuchtpilze. Das sind unsere Wartungspilze. So, auf welche Ebene müssen wir denn runter? Ich hätte aber eine Tür einbauen können, ne? Ich Vollidiot.
So, wir müssen runter auf Ebene Platsch. Auf Ebene 60. Na gut, das kriegen wir hin. In welchem Rucksack hatte ich jetzt das Essens-Upgrade drin? Ich glaube in dem großen, ne? Ey, nichts mehr zu essen drin. Hier, Sandwiches sind da drin, Digga. Du willst mich trollen, ne? Schwebeflug ist ausgeschaltet. Eben 60 müssen wir runter. Kriegen wir hin. Au, 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 au. Au, 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 au. Arr, 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 arr. Huhu! Einfach mal ein freundliches Huhu da gelassen und liebe Grüße. Genau, ihr Lieben, wir machen weiter. Es ist wieder Zeit. Wir müssen hier hin, wir müssen hier hin und auf Ebene 60 runter. Oh, tschüss! Alter, auf Ebene 60. Meine sehr verehrten Damen und Herren, alle nachfolgenden Sendungen, die verschieben sich ein bisschen. Und da wir nicht blöd sind, machen wir hier Wartungsklappen rein, Leute. Dann machen wir aber sowas von hier Wartungsklappen rein und hier sagen wir mal einmal den und dann gucken wir mal, dass wir mal einen Small Tunnel machen hier. Ja, also, ne? Kann man sich mal gönnen. So. Ja, ich weiß. So, dann wären wir hier schon mal auf Ebene 60 angekommen. Das war sehr schlau. Jetzt will ich auch mal. Wo sind Sie? Hallo, komm her, kleine Ratte. Ja, komm hier. Wo ist die andere Ratte? Hallo, komm her, kleine Ratte. Ja, den Spaß, jetzt darf ich auch. Ja, danke. Das Ding ist, ich habe die Befürchtung, wenn ich mich jetzt nach oben buddel. Passiert genau das. Gut, also. Schmidt wir mal den Hammer an und hauen uns mal eine links durch die Wand. Sag mal, was soll ich eigentlich mit dem ganzen Stein hier? Jetzt brauche ich doch noch gar keinen. Später vermale ich den ganzen Kram doch. Wenn wir anfangen, hier eine Steinwaschmaschine zu bauen und so weiter und so fort. Und das zu malen und zu waschen, um daraus Ressourcen zu bekommen. Achso, vielleicht sollten wir hier in den Wartungsgang dann auch dementsprechend immer mal ein bisschen Licht reinpacken. Was ist das? Eine Kiwi-Version, nur alles klar. Sag mal, sollte ich hier nicht eigentlich... Da ist unser Gang, gucke mal, siehst du? Dann machen wir doch hier einfach mal alles zu... Den machen wir doch mal hier alles zu. Juhu. So, hier und hier. Absolut traumhaft. So, und jetzt kommt der nächste.
Klassiker, aber so können wir den Müll mal entsorgen. Guck mal, hier und das kann weg und das kann weg und das kann weg und das kann weg und das kann weg. Ja, den einen Seed schmeiße ich mit Sicherheit nicht weg. So doof bin ich nicht. Machen wir einfach mal Deckel drauf. Und tschüss. So, dann hauen wir uns hier mal durch. So, dann kann das Ding nach hinten einmal durch. Kann das Ding einmal nach hinten durch. Für den einen oder anderen möge das jetzt Haifledermaus übertrieben wirken, aber mir ist wichtig, dass ich in den Gängen hier auch noch rumrennen kann. Weil das ist nicht das letzte Mal, dass ich hier irgendetwas zurechtschuste. Und wenn ich mich dann hier unten drunter nicht bewegen kann, ich kenn's von den anderen Projekten, ich krieg die Kretze. So, komme ich jetzt oben bei mir in der Butze raus oder nicht? Eigentlich ja schon, ne? Jo, moin. Der Roomboy ist da. Gut, also, jetzt muss ich die Energie von da oben nach da unten bringen. Oh, da war was im Weg. Bin ich doch einfach schon ganz unten angekommen. Also ihr seht, da geht schon ein bisschen was drauf, ne? Man darf sich nicht täuschen. Das waren jetzt auf jeden Fall schon mal so ein, zwei Stacks an Eisen, die da weggegangen sind, gefühlt. Guti, dann bauen wir direkt mal noch mal ein bisschen das nach. Dafür brauchen wir wieder Andesite. Ich habe ja zum Glück ein bisschen was gesammelt und da hat irgendjemand echte Internetprobleme. Das ist ja der Wahnsinn. Sind das die echten? Die wären das Original? Das würde mich natürlich mal interessieren. Ist das alles, was ich noch an Andesite und Mist habe? Nee, gucke. Hier. Yeah. Speckstein, alles muss versteckt sein. Ach, das war Eckstein, Entschuldigung. So, Herr Kollege, du machst mal hier in die Richtung, hallo. Und dann brauchen wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen was davon. Schmeißen das Eisen wieder weg. Machen das. Schon mal hier hin. Und dann setzen wir hier an und Abflug. Tschüss. So, dann müssen wir hier unten um die Ecke, überhaupt kein Problem, aber vorher hier, ne, ganz wichtig, Wartungsmodus und so weiter, den dahin, nee, das ist der nicht. Wir haben ja auch noch Glowstone, so ist es nicht, aber ich will den Glowstone nicht verwenden, weil ich weiß, wir haben diese komischen Laternen-Dinger hier. Halt, die kostenlose Alternative zum Glowstone, weißt du, so, die wachsen von selbst in der Farm. Warum nicht nutzen, ganz ehrlich, warum nicht nutzen? Wenn das Modpack das hergibt, Spiel, Spaß und Spannung. So, dann hier hin. Ahem.
So, jetzt können wir das Ganze, weil wir so geil sind, ja nochmal invertieren. Kommt aber auch ein Scheiß zusammen, ne? So, jetzt haben wir die Dinger natürlich, wenn wir so geil sind, invertiert. Mein Gott. Was ist denn das? So. Walla walla, ey. Dann haben wir das auch. Und dann passt das. Dann können wir nämlich hier jetzt mit der Energie reingehen. Gucken uns das ganze Ding hier einmal so rum an. Und alle hübs. Traumhaft. Jetzt braucht das hier, glaube ich, noch einen Schalter. Ich weiß, man kann den ganzen Kram mittlerweile per Fernschaltung schalten, ja? Davon mal ab. Aber bis wir da hinkommen, dauert das noch ein bisschen. Also suche ich mir jetzt einfach mal... Mensch, wie geht denn... Wie ging das denn? Ich glaube, er... Und ein davon war das, glaube ich. So und so. Ne, ich glaube andersrum. So, die Hebel, genau. Und wenn er nicht gestorben ist, dann connectet er noch heute. So, weil den setzen wir dann einmal ran. Ernsthaft? Alles klar, Kollege. Vielleicht machen wir das auch so, dass ich den ganzen Kram nochmal ID verlege. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wäre das auch gar nicht mehr so verkehrt, glaube ich. Fein, mir fällt gerade ein. Entschuldigung. Mir fällt gerade ein, der muss ja noch eine Etage weiter nach unten, der ganze Bums hier. Der darf ja gar nicht da oben bleiben. Weil das Teil muss ja unter Wasser, geschaltet werden. Aber wie habe ich das mit dem Schalter gemacht? Ich wollte gerade sagen, mach mich jetzt nicht schwach, Kollege. Der baut auch um die Kurven ab. Ich glaube das ja wohl nicht. Das wusste ich tatsächlich noch nicht, dass das auch um die Kurven funktioniert. Muss ich ja ganz ehrlich hier stehen und kommunizieren. Aber du kannst dann einmal weg, weil dich brauche ich dafür nicht mehr. Dafür nehme ich normalen. So, dann liegt die Energie bis hier vorne nämlich schon mal an. Jetzt brauchen wir Platz im Inventar. Einmal neu sortieren, danke. Weg den Müll, das kann bleiben. Weg den Müll, nochmal neu sortieren, danke. Weil wir reißen den hier ab und wir reißen den hier ab und den auch. Denn. Er hier kann hier hin. So, und jetzt kommt's mit der Wrench. Wie drehe ich das Scheißteil nochmal? Das ging doch mal, Digga. Ja, gut. Manche Sachen klären sich halt auch von alleine.
So rum. Gut, haben wir auch. Dann muss da jetzt ein Drehgerüst drauf und müssen in die Off-Hand müssen wir dann den Kleber packen. Und der mit Schiffen. Wir müssen darauf schiffen, erschiften. Geht er auch nicht mehr? Oder brauchen die den Kleber nicht mehr? Doch. So, dann ist das zusammen. Das ist ja schon mal ein Traum. So, dann müssen wir uns jetzt theoretisch hinsetzen können. Ah. 1, 2, 3, 4. So, irgendeiner, der war hier nicht am Pennen. Ja, super. Ich beeil mir schon, ich komme ja schon, Buddy. Ich gehe schon ins Betty. So, was mich jetzt mal interessieren würde, hätten wir von oben mal Steine mitnehmen sollen. Weil ich will wissen, wie das funktioniert. Ich weiß, es gab ein... Kann ich den Schalter nicht einfach oben drauf anbringen? Nee, so funktioniert das nicht. Nehmen wir doch einfach mal eine leere Hand. Und dann machen wir mit Rechtsklick drauf. Gut, so rum dreht er sich. Also, so rum dreht er sich aktuell. In Ordnung. Dann werden wir hier oben drauf noch einen weiter ranbringen. So, jetzt muss ich einmal kurz gucken, wie das mit den Dingern hier war, weil ich weiß, das ging mal. Also. War da ein Block, zwei oder zwei, die sie brauchen? Ein bis zwei Blöcke Luft dazwischen. Okay. Ist klar. Also so. Schon mal nicht. Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich denn bitteschön? Dann muss ich das ja quasi so rummachen. Und dann gucken, dass das auch ja verbunden ist. Ja, Traum? Ja, Traum. Ein absolutes Träumchen ist das. Ein absolutes Träumchen. Dann muss ich dich ja quasi... Warte mal, du bist immer ein Sichtfenster weg, ne? Die Richtung. Das heißt, ich brauche hier noch einen Block. Muss ich dich dagegen setzen? Dein Ernst? Oh, bin ich dumm.
wie geil, ey. La 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 la. Wir gucken einfach mal hin und machen mal so. Und dann ist das zu weit auseinander. Ach nee, dann ist das zu eng zusammen. Aber ja, es funktioniert auch so. Es liegt einfach nur daran, dass ich zu doof dazu war. Wo ist denn jetzt der... Hallo? Echt vorher. Also eiskalt. Einfach so. Und tschüss. Bin ich ja hellauf begeistert von. So, dann haben wir das. Gut. Die Verbindung haben wir schon mal. Ups. So, normalerweise würde ich jetzt hier anfangen, Förderbänder zu setzen. Was ich auch machen würde. Ja, die gehen dann hier in den Berg nachher rein. Das machen wir aber nicht mehr in dieser Folge. Ich will in dieser Folge nur noch einmal schnell den Rasenmäher da oben fertig machen, hätte ich beinahe gesagt. Und dann mal gucken, dass wir den einmal zum Laufen kriegen. Also, Offhand Kleber, ganz wichtig. Leere Hand zum Drücken, ich hab's vergessen. So, der geht hier rum. Das heißt, die Bohrer bzw. die Schneidwerke müssen hier hin. Ne, so ganz fleißig, so 1, 2, 3, 4, 5. 2! Ich hätte da 2 gebraucht. 2 hätte ich doch gebraucht. Nein! Macht nix. So, dann haben wir hier irgendwo im Inventar noch ein bisschen was von dem anderen Zeugs rumfliegen. Ich muss mich hier mal ein bisschen beeilen. Weil ansonsten machen wir hier voll gegen Überlänge. Wenn es geht, ohne Kleber am Boden festhacken, danke. So, dann haben wir davon schon mal ein paar stehen. Dann setze ich oben nochmal eine Kiste rauf als Puffer. Die kleben wir dann damit zu. So, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, dann verdreh dich. Okay, wir haben nicht alles richtig gemacht. Hör auf, dich zu drehen. Axt, schnell. Wir brauchen hier. Wir müssen die doch da festkleben. So. Dreh dich. So, dreh dich. Ja, gucke mal. So, normalerweise müsste der denn hier vorne stehen bleiben. 3, 2, 1, klack. Jawohl, siehst du, easy. Ah, schön. Die erste Maschine läuft. So, die fährt hier vorne drüber. Ja. Sammelt sich das Zeug aus. Und ihr seht ja, was für eine Geschwindigkeit das jetzt wächst, ne? Das tackert die dann zusammen. Und die versucht jetzt hier jedes Mal zu connecten. Wenn wir jetzt hier auf die Rückseite noch einen Funnel machen, habe ich den nicht sogar? Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Moment, was sehen meine entzückten Augen denn da? Wir brauchen ja so viel von dem Mist. Und stopp. Das machen wir nochmal schnell. So, du hast ja eh noch nichts abgebaut, wenn ich das richtig umschimmern. Ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Auf der Kleber habe ich noch. Kleb mal die da drauf. Rieseninventar. Mega. Und Abfahrt. So, in dem Moment, ne, würde ich sagen, Rasenmäher, viel Spaß. Ja, Lieben, ich würde sagen, damit haben wir zumindest schon mal den Anfang gemacht. In der nächsten Folge setzen wir uns denn damit auseinander, dass wir ein Förderband erstmal in den Berg reinkriegen. Und vor allen Dingen werden wir hier einen Puffer einbauen. Ich überlege, das Ding hier an der Kiste ranzusemmeln. Dass es seine Items hier in die Kiste reinklatschen kann. Und wenn das gemacht ist, habe ich den Kleber noch im Inventar, klar. Oh. Und wenn das geschafft ist, soll das von der Kiste in den Berg rein. Das ist so eine kleine Lagerkiste. Beziehungsweise werde ich es wahrscheinlich so machen, dass ich das Förderband ein bisschen anschrägen werde und hier hochleiten werde, dass es hier irgendwo in den Berg reinkommt. Und vielleicht flachen wir das Ganze hier nochmal ab, dass es eine Brücke gibt. Ne, da ist die Kreativität der Leute hier gefragt. Dass ihr hier eine Brücke später rüber baut, wo dann so ein, zwei Förderbänder quasi in die Fabrik reinlaufen. Ja, das müsst ihr dann später machen. Ihr seid kreativer wie ich, was das betrifft beim Hübsch bauen, weil... Ne? Ich meine, das sieht schon lecker aus, oder? Nein, eine Roomtour machen wir ein anderes Mal.
Genau, ihr Lieben, ich würde sagen, in dem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zusehen und falls noch nicht geschehen, gerne den Kanal abonnieren, Daumen nach oben, Kommentar und so weiter und so fort und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, macht's gut und tschüss!